Markus, trotz sehr schlechter wetterlicher Bedingungen, wunderbare Stimmung hier im Juchhof. Wie fällt dein Fazit zum diesjährigen Letzten Cup aus? Ja, bis jetzt eigentlich recht positiv, obwohl eine Mannschaft leider nicht gekommen ist, weil sie zu wenig Spieler hatten. Aber grundsätzlich ist es sehr positiv. Es sind eigentlich auch faire Spiele, es ist gute Stimmung auf dem Spielfeld oder auch auf den Rängen vor allem auch. Die Leute sind halt auch näher zusammen, wenn alle in Schermen stehen, gibt es ein bisschen mehr Stimmung, es verteilt sich weniger auf dem Platz, ist eigentlich eher positiv. Gibt es ein Team, das dich jetzt gerade besonders überrascht hat in der diesjährigen Ausgabe? Nein, eigentlich nicht. Das ist auch immer überraschend. Die Teams sind auch manchmal sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Borussia Dortmund sind mit sehr vielen Spielern gekommen, haben fast zwei Mannschaften mitgebracht. Das war ein bisschen überraschend gewesen. Sportlich ist halt immer schwierig im Vorfeld zu sagen. Der letzte Jahressieger HSV ist das mal nicht am Start. Also hat man nicht gewusst, wer jetzt dann zuvorderst wird mitspielen. Wie wichtig sind so traditionsreiche Fanclubs, wie jetzt gerade der Fanclub Letzi von der FC Zürich selber? Ja, ich glaube, das ist ist auch Kontinuität, oder? Wenn man im Gründungsjahr 1978 hat, heisst das eigentlich, dass es ein Verein ist, der seit Jahren am FC Zürich Treue halten tut und auch seit Jahren existiert und seit Jahren eigentlich für den FCZ da ist. Und jetzt gerade die Harmonie hier auf dem Spielplatz, ich meine, das spielt zum Beispiel auch GC gegen den FCZ, das funktioniert untereinander? Das funktioniert absolut, wir sind nicht da, um einander die Köpfe einschlagen, sondern wir müssen gegeneinander Sport treiben und klar ist eine Rivalität da, aber es ist eine gesunde Rivalität, man kennt sich auch untereinander zum Teil und man hat vielleicht auch sonst mal einen Schwatzab, wenn jetzt noch nicht gerade Match oder Saison ist. Ja, das Turnier kann nur stattfinden aufgrund von ganz vielen Freiwilligen, die da mitwirken, sonst wäre das gar nicht möglich, oder? Das ist absolut so, also wir sind darauf angewiesen, dass wir freiwillige Helfer haben, die da mithelfen, auch Sponsoren und Gönner, die zum Teil aus dem FCZ-Spektrum kommen, da sind wir sehr froh drum. Die Gönnervereinigungen, die uns unterstützt, auch das Management mit dem Ancelo Canepa und natürlich auch ein paar andere Sponsoren, die uns nahestehend sind, die aber eigentlich fast nur durch Beziehungen eigentlich funktionieren, dass wir da die nötige Unterstützung bekommen. Weil es ist doch ein rechter Aufwand, Platzmiete, Schiedsrichterkosten, Sanitätskosten und all diese Sachen sind doch sehr hohe Beträge, die da abgedeckt werden. Und am Schluss muss man auch schauen, dass der Verein, der Fanclub Letzi, am Schluss mit einer sicheren schwarzen Null rausmacht. Das ist so. Danke vielmals für das Interview. Merci, danke dir auch. Merci.